Ist das nicht schön? Die Kameras der Smartphones werden immer besser, gleichzeitig gewöhnen sich die Zuschauer und Kunden an den Look der Bilder aus dem Handy. Versteht mich nicht falsch, ich bin ein riesen Fan von guten Kameras, Red, Alexa oder auch einer guten DSLM-Systemkamera, wie zum Beispiel meiner Panasonic Lumix GH5. Aber etwas ist mehr in den Fokus gerückt in letzter Zeit, nämlich der Inhalt der Videos. Egal ob Mehrwert oder Unterhaltung, was zu sehen ist, ist wichtiger, nicht wie es gefilmt wurde. Und dieser Ruck gefällt mir, da es meiner Art, Videos zu erstellen, von Anfang an entspricht. Ich war nie der Fan von Pixelzählerei und Slider oder Gimbal um jeden Preis. Wenn ich jetzt auch noch die Möglichkeit habe, in meinem Storytelling auf Smartphone-Videos ab und zu zurückzugreifen, wunderbar. Ein paar Dinge gibt es aber zu beachten beim Filmen mit dem Smartphone, sowohl technisch als auch bildgestalterisch. Ich kläre dich auf, jetzt geht's los. Mein Name ist Thomas, auf diesem Kanal lernst du Videos selbst zu erstellen, egal ob nur zum Spaß oder für dein Business, YouTube-Videos oder Content-Marketing. Am besten gleich abonnieren und die Glocke aktivieren, damit du kein Video mehr verpasst. Zum Filmen mit einem Smartphone muss es nicht immer das Neueste und Teuerste sein. Klar, es gibt Unterschiede und diese können auch immens sein, aber ich sag mal, wenn ein Handy Full HD ausspuckt und es im normalen Tageslicht nicht komplett verrauscht, dann kann man mit so einem Smartphone auch Videos produzieren. Ja, auch wenn es zugegebenermaßen manchmal etwas bescheuert aussehen mag, gilt, je mehr Kameras auf der Rückseite des Smartphones, umso besser. Was steckt eigentlich dahinter? Mit dem Objektiv der Handykameras kann man nicht zoomen, wie es etwa bei Zoom-Objektiven für Systemkameras der Fall ist. Die Lösung für dieses Problem sind fest verbaute Festbrennweiten, also Objektive, die nicht zoomen können. In meinem iPhone 11 Pro sind beispielsweise ein Superweitwinkel, ein Weitwinkel und ein Teleobjektiv verbaut. Und auf diese Art und Weise kann man immer für die Situation die angemessene Brennweite benutzen. So, dann schauen wir uns mal die wichtigsten Grundeinstellungen an. Diese sind bei jedem Handy ungefähr gleich, egal ob iOS oder Android. Ich zeige dir das jetzt mal an meinem iPhone 11 Pro. Zunächst mal gibt es hier die Auswahl der Formate. Einmal High Efficiency und einmal maximale Kompatibilität. Hier wählt man aus, in welchem Codec das Video aufgezeichnet wird. Ein Videocodec kann zur Verkleinerung der Videodateien verwendet werden. Das nennt man Komprimierung. Bildinformationen werden hier zumeist nicht in einzelnen Vollbildern gespeichert, wie es bei All-Intra der Fall ist, sondern in einzelnen Vollbildern, genauer gesagt Intraframes und Bewegungsinformationen, die dann von Bild zu Bild weitergegeben werden. Das nennt man dann LONGOP, Group of Pictures. Ein typisches Beispiel wäre zum Beispiel eine einfarbige Wand im Video. Diese wird bei dieser Technik nicht Bild für Bild gespeichert, das wäre ja Verschwendung an Speicherplatz, sondern einmal als Intraframe gespeichert und dann weitergereicht von Frame zu Frame mit den dazugehörigen Bewegungsinformationen. Und über diese Techniken habe ich auch schon mal Beiträge gemacht, das blende ich jetzt hier ein, beziehungsweise in der YouTube-Beschreibung oder auf meiner Webseite etwas weiter unten bei den Einstellungen. Diese Komprimierung, die gibt es in verschiedenen Stärken. Grundsätzlich kann man sagen, je komplizierter und damit ausgetüftelter, das ist also was Gutes, ein Videocodec ist, umso kleiner wird die Datei. Und jetzt kommt das Aber. Es wird mehr Rechenleistung des Computers in der Postproduktion benötigt. Das kann unter Umständen auch moderne Rechner schnell mal an seine Grenzen bringen. Der Workflow wird nicht mehr flüssig, sondern abgehakt und mühsam. Okay, jetzt bin ich etwas ausgeschweift, aber ich hoffe, du hast nun die Auswahl im Menü der Kamera im Smartphone verstanden. High Efficiency bedeutet mehr Komprimierung, weniger Speicherplatz, aber auch mehr Anforderungen an den Rechner in der Postproduktion. Maximale Kompatibilität bedeutet weniger Komprimierung, mehr Speicherplatz, aber auch weniger Anforderungen an den Rechner in der Postproduktion. Im Übrigen kann es auch sein, dass nicht jeder Computer die High Efficiency Videodateien lesen kann. Am besten einfach mal ausprobieren. Außerdem, es gibt einen hervorragenden Workflow, um dieses Problem zu umgehen, nämlich das Erstellen von Proxys in der Postproduktion. Das bedeutet, man erstellt kleinere Kopien der Original-Videodateien mit einem leicht zu errechnenden Videocodec. Mit dem arbeitet man dann im Schnittprogramm und verbindet nach dem Zusammenschnitt die Originaldateien wieder zurück. Okay, klingt ein bisschen kompliziert. Ist es aber eigentlich gar nicht. Ich habe darüber auch mal ein Video gemacht über den Premiere Pro Proxy Workflow. Das blende ich jetzt ein in der YouTube-Beschreibung oder auf meiner Webseite etwas weiter unten. Mit der Auflösung ist die Bildgröße gemeint, also die Anzahl der Pixel.
Videos sollten mindestens in Full HD gefilmt werden. Das entspricht 1920 Pixeln in der Breite und 1080 Pixel in der Höhe. Daher auch die Bezeichnung 1080p, wobei das P für Progressive steht. Das wiederum bedeutet, dass das Bild mit Vollbildern anstatt mit Halbbildern aufgezeichnet wird. Mach dir darüber keine Sorgen. Wenn du mit deinem Handy filmst, dann sowieso immer mit Vollbildern. Die meisten Smartphones können auch mittlerweile 4K-Videos machen. Diese Videos haben dann viermal so viel Pixel wie bei Full HD. Viele Nutzer haben auch schon einen Fernseher oder Computermonitor mit 4K-Auflösung. Diese extra Schärfe, die kommt bei diesen Nutzern schon gut an. Wer dann doch nur in Full HD ausspielen wird, was übrigens im Moment auch noch völlig in Ordnung ist, lohnt es sich trotzdem in 4K aufzunehmen, denn so kann man im Nachhinein im Schnittprogramm in das Video noch etwas hineinzoomen und das kann auch manchmal sehr hilfreich sein. Lange Rede, kurzer Sinn, ich empfehle immer, die höchstmögliche Auflösung zu wählen. Beim iPhone stellt man mit der Auflösung auch gleich noch die FPS ein. FPS steht für Frames per Second, also Bilder pro Sekunde. Je höher diese Bildrate oder auf Englisch Frame Rate ist, desto mehr Bilder werden pro Sekunde angezeigt. Ich empfehle für Online-Anwendungen wie beispielsweise YouTube 30 bzw. 60 FPS. Höhere Bildraten können mit der Slow-Mo-Zeitlupen-Funktion gefilmt werden, aber Achtung, mit mehr Bildern pro Sekunde wird die Zeit quasi gestreckt, mit ihr aber auch die Datenrate. Das bedeutet, dass im verlangsamten Video die Datenrate relativ klein wird und das merkt man dem Video dann schon qualitativ an. Am besten einfach mal ausprobieren, ob die Qualität bei höchster Framerate noch ausreicht oder ob man eventuell lieber mit niedrigeren Bildwiederholungsraten filmen sollte. Gerade beim Filmen mit einem Smartphone stellt sich die Frage, ob man hochkant filmen soll oder im Querformat. Als es neu aufkam, mit seinem Handy zu filmen, war es gerade unter den Filmmakern verpönt, im Hochkantformat zu filmen. Es wurde immer geraten, haltet eure Handys quer. Ich war ehrlich gesagt derselben Meinung, denn ich war es einfach seit vielen Jahren gewöhnt, dass Videos eben im Querformat gefilmt werden. Mittlerweile habe ich sehr viel für Social Media produziert. Anfangs habe ich mich dagegen ein bisschen gewehrt, aber ich habe natürlich dann schon schnell gemerkt, dass es da Potenzial gibt und mittlerweile macht es mir auch richtig Spaß. Und wenn man eben für Social Media produziert, dann ist es in den seltensten Fällen ratsam, im Querformat zu filmen, denn in den allermeisten Fällen halten die Nutzer ihr Handy hochkant und dann sind Videos im Hochkantformat einfach viel nutzerfreundlicher und ja, darauf kommt es eben an. Also gerade wenn du für Social Media produzieren möchtest, dann darfst du auch gerne meiner Meinung nach deine Videos im Hochkantformat machen. Sowohl für das Filmen mit einem Smartphone als auch für alle Kameras im Allgemeinen gibt es einige Regeln der Bildgestaltung, auf die man achten sollte. Hierbei ist nichts in Stein gemeißelt. Regeln sind da, um sie auch ab und zu mal zu brechen. Aber ich finde, davor sollte man diese Regeln auch kennen. Als erstes solltest du dich entscheiden, was für ein Element du filmen möchtest und dich darauf dann konzentrieren. Langsame Schwenks zum Beispiel über mehrere Elemente hintereinander führen zu Verwirrung beim Zuschauer und sind unklar in der Bildsprache. Auch ist es ungeschickt, in mehreren Ebenen der Tiefe im Bildausschnitt verschiedene Elemente zu haben. Lieber dann die Perspektive ein bisschen wechseln, damit du das gewünschte Element für sich stehen hast. Eine Änderung der Brennweite auf das Teleobjektiv kann in so einem Fall hilfreich sein, da es dann den Hintergrund durch den schmäleren Blickwinkel verringert. Es ist einfach weniger im Hintergrund zu sehen und somit weniger Ablenkung vorhanden. Das Ergebnis: eine klare Bildsprache. Ich bin der Meinung, dass man Schwenks beim Filmen vermeiden bzw. überlegt einsetzen sollte. Warum? Weil es nicht dem natürlichen Sehverhalten entspricht. Jetzt denkst du vielleicht, warum? Ich kann doch meinen Kopf langsam von einer Seite zur anderen drehen. Ja, das stimmt. Aber während sich dein Kopf langsam bewegt, tun es deine Augen nicht. Die Augen springen nämlich vielmehr während der Kopfbewegung von einem Objekt zum nächsten. Das kannst du ruhig mal ausprobieren. Nimm eine Kamera, dein Smartphone, filme deine Augen und bewege dann langsam den Kopf. Dann wirst du es sehen. Das heißt, es entspricht dem natürlichen Sehen, sich auf ein Objekt zu konzentrieren. Somit spreche ich, wie beim vorangegangenen Ratschlag, dem Fokus auf ein Element, von einer klaren Bildsprache und ich denke, damit macht man sicher nichts verkehrt. Wie kann man also jetzt Schwenks vermeiden?
Am besten geht das mit dem Verwenden von verschiedenen Brennweiten. Anstatt also eine Landschaft abzuschwenken, könntest du erstmal mit einer niedrigeren Brennweite weitwinklig eine Totale filmen und dann im nächsten Schnitt näher an das gewünschte Element springen. Übrigens zähle ich das Verfolgen von sich bewegenden Objekten nicht zu einem Schwenk, denn durch die Bewegung der Kamera wird ja nur das Element, das sich bewegt, fokussiert. So. Jetzt ist es natürlich nicht immer sinnvoll und ratsam, das natürliche Sehen zu einem unwiderruflichen Gesetz zu machen. Vielmehr macht es doch Spaß, im Rahmen der künstlerischen Freiheit genau diese Regeln auch mal zu brechen und beispielsweise bei einem Intro für einen Clip auf den Takt der Musik Schwenks zu benutzen. Wie gesagt, ich sage immer, Regeln sind zum Brechen da, aber man sollte diese Regeln vorher auch kennen. Tiefe im Bild ist schöner als ein flaches Bild. Aber wie bekommst du nun Tiefe ins Bild? Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ein bekannter Spruch lautet: Vordergrund macht Bild gesund. Durch ein Objekt oder ein Teil eines Objektes im Vordergrund bekommt man im Bild sofort mindestens zwei Ebenen: der Vordergrund und der Hintergrund. Dadurch wirkt das Bild nicht mehr flach, sondern eben tief. Dieser Effekt kann dann auch noch verstärkt werden durch eine kleine Kamerabewegung. Ein sehr typischer Anfängerfehler ist, sich selber oder Leute, die interviewt werden, vor eine Wand zu stellen. Tiefe im Bild, also gleich null. Besser ist es, sich so zu positionieren, dass möglichst viel Raum hinter der Person ist. Und dann noch eine Wand oder was auch immer Perspektive schräg nach hinten zeigt. Und dann ist das Ziel erreicht und es ist tiefer im Bild. Wie vorhin schon einmal angesprochen haben, die meisten Smartphones mittlerweile mehrere Kameras mit unterschiedlichen Brennweiten. Das ist schön. Machen aber erst so richtig Sinn, wenn man sie richtig einsetzt. Ein typischer Anfängerfehler ist beispielsweise, sich selber oder einen Interviewpartner mit dem Superweitwinkel zu filmen und dann, um ihn bildfüllend filmen zu können, ganz nah rangehen. Das ist nicht gut, denn durch den weiten Blickwinkel wird das Bild verzerrt, die Nase wird unnatürlich lang und das Gesicht wird ganz schmal. Die Lösung ist ganz einfach: durch den Wechsel auf das Teleobjektiv kann man die Kamera weiter entfernt platzieren und das Bild bekommt einen natürlicheren und verzerrten Blickwinkel. Am besten geht man einfach mal raus, filmt ein bisschen und probiert die verschiedenen Brennweiten durch und bekommt so ein Gefühl dafür, was die einzelnen Blickwinkel für einen Look erzeugen und wie man diese dann am sinnvollsten einsetzt. Es gibt viel zusätzliches Equipment für das Smartphone, die sinnvollsten und nützlichsten, die zeige ich dir jetzt. Ein Stativ für das Smartphone ist auf jeden Fall sehr sinnvoll, wenn man sich selber filmt. Man kann dann den Kamerawinkel perfekt einstellen und sich dann vor die Kamera stellen. Gleiches gilt, wenn man ein Interview filmen möchte, dann hat man die Hände frei und kann sich auf das Interview und den Interviewpartner konzentrieren. Und auch für die beliebten Zeitrafferaufnahmen ist ein Stativ unverzichtbar, damit es nicht völlig verwackelt. Viele neuere Smartphones sind mittlerweile ausgestattet mit einer internen Stabilisierung. Das bedeutet, dass Verwackelungen digital in Echtzeit eliminiert werden. Diese Technik hat allerdings seine Grenzen und um diese Grenzen zu überschreiten, gibt es sogenannte Gimbals. Das Handy montiert man sich in diese Halterung, diese gleicht Bewegungen aus und so entsteht ein sehr ruhiges und schönes Video. Wenn man Content erstellen möchte mit Interviews oder man spricht selber vor der Kamera, dann ist sicherlich ein Ansteckmikrofon, so wie ich es gerade trage, ein sehr nützliches, wichtiges zusätzliches Equipment. Das Mikrofon schließt man sich am Handy an und befestigt es an der Kleidung in der Nähe vom Mund. Dann ist die Stimme viel klarer und deutlicher, als wenn man den Ton nur vom Smartphone nimmt. Achte darauf, dass du für dein Handy das passende Mikrofon kaufst. Beispielsweise haben die neueren iPhones keinen Klinkestecker mehr. Dafür gibt es aber Adapter oder gleich Mikrofone mit passendem iPhone-Anschluss. Ja, wer sein Filmlevel doch etwas höher ansetzen möchte, der ist mit einer DSLR-Spiegelreflexkamera oder spiegellosen DSLM-Systemkamera gut ausgestattet. Ich selber benutze seit einigen Jahren die DSLM-Systemkamera Panasonic Lumix GH5 und kann diese sehr empfehlen. In diesem Ratgeber habe ich die grundlegendsten Schritte zum Filmen mit einer DSLR oder DSLM zusammengefasst. Das Video blende ich jetzt ein, beziehungsweise du findest es in der YouTube-Beschreibung oder auf meiner Webseite etwas weiter unten zur Alternative zum Smartphone. Ja, zusammenfassend kann ich sagen, dass es durchaus möglich ist, mit einem Smartphone professionelle Videos zu erstellen. Wenn du die gerade besprochenen technischen und bildgestalterischen Grundlagen im Hinterkopf hast und dich auf das Wichtige, nämlich den Inhalt der Videos, konzentrierst,
dann können auch tolle Filme entstehen, eben auch mit einem Smartphone. Das war's von mir. Sollte dir das Video gefallen haben, würde ich mich über ein Like freuen und ein Abo, damit du kein Video mehr verpasst. Ich freue mich auf dich beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.